großer Fail. Ja, die haben wir dann auch ganz schnell erledigt. So, und... Ach, wir gucken nochmal auf die Map. Achso, jetzt gehen wir hier lang. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt geht. Ich gehe lieber in die andere Richtung. Oder? Nee, ich gehe hier lang. Nur gut, dass wir noch fahren und so. Beckham East. Nee, da wollen wir gar nicht rein. So. Wir gehen hier rum. Geile Musik im Hintergrund. Stark und schwarz schwingt er durch die Nacht. Oh, schon wieder Gegner. Hallo, meine Freunde. Ich mach euch alle platt. So, jetzt kann ich mal das hier versuchen. Okay. Okay, damit kann ich halt Gegner werfen. Aber das war hier ein Debüt von diesem Move in diesem Let's Play. Wunderbar. Haben wir es auch mal geschafft. Ich bin mal gespannt, ob man als Batman später auch... wann es eingeführt wird, dass man auch selbst Waffen aufheben kann. Ich habe das schon mal gesehen. Was jetzt nicht heißt, dass ich total gespoilert bin oder so. Okay, wir müssen hier weiter. Beckham, Arkham North. Warum sag ich denn mal Beckham? Yo, Beckham Asylum. Die Fußball-Irrenanstalt, ne? Ist ja wohl klar. Was das Besondere an Deadman's Point ist, es ist seit über 100 Jahren ein bevorzugter Ort für Selbstmorde auf Arkham Island. Ja, ich weiß. Ich habe mal einen unglücklichen Insassen davon gebracht, auf die Felsen unter ihm zu springen. Ich habe einen Höhleneingang gefunden und für die Jahre einen Haufen Vorräte dahin geschafft. Es ist ein Zuhause fern von zu Hause. Okay, wir kommen hier in die Bathöhle. Da bin ich mal gespannt, ob die... ob da auch Gegner sind, die sich da irgendwie eingenistet haben oder so. Gucken wir mal eben, wo wir hin müssen. Okay, da. Zurück. Da ist schon wieder habe ich schon wieder Beckham gesagt, fast. Arkham. Arkham East. So, wo müssen wir hin? Einmal da rum, okay. Er ist hier! Ich geb dir hier. Messer. Ja, das geht hier ganz gut ab eigentlich. Wir müssen nur jetzt darauf achten, dass wir nicht getroffen werden, so wie es hier gerade passiert ist. Ach komm. Da ist mir die Kamerasteuerung gerade ein bisschen unsympathisch. Okay. Nice. Und ausschalten. Und an ihn ran. Zack. Haben wir das doch auch ganz gut geregelt hier. Und dann geht es auch schon weiter. Wohin? Müssen wir mal eben wieder gucken. Hier runter jetzt. Okay. Ach Mist. Ziel erreicht. Finde die Arkham Nord. Zack, da hoch. Deadman's Point. Ach, da müssen wir dann... Ach so, da müssen wir hier gar nicht hoch. So wie es aussieht. So, müssen wir nämlich hier irgendwie rein. Ja, das sieht gut aus. Hier hoch? Oder dahin? Ja, hier hoch. Hier hoch. Und weiter... Ach, da haben wir schon wieder so einen Geist. Chronik von Arkham. Das Blut meiner Familie floss durch das Herz Gothams. Wir waren Ärzte, Politiker und Lehrer. Wir waren das Organ, das die verfilzten Adern der Stadt gereinigt hat. Wir waren ihre Diener, die alles gaben, um sie zu beschützen. Und trotzdem hat sie sich entschlossen, uns zu verletzen. Merkwürdige Schriften und Symbole, die auf Arkham Island gefunden und von Batman entziffert wurden. Sie müssen aus einem bestimmten Grund zurückgelassen worden sein. Welche Geschichte erzählen sie? Fakten. Ja. Batman, Batman, Arkham Asylum. Achso, mit diesem Spiel wurde das eingeführt. Alles klar. Ja.
Okay. Gehen wir mal weiter. Und hier dann hoch. Und diese Tür wollen wir dann auch mal schön öffnen. So. Wo sind wir jetzt? Aha. Müssen wir also dort lang. Dem Weg immer folgen. Und dann kommen wir hier an. Mit Totenköpfen. Gemauerte Mauern. Okay, das kann aber doch nicht die Bathöhle sein, oder? Warum kommen wir da nicht hoch? Gut. Aha. Aha, aha, aha. Wow. Assassin's Creed oder was hier? Spider-Man. Batman. Batman. Ich bin Batman. Genug davon. Hochmoderne Technik. Nice. Warum ist denn die Maus hier? Weg mit dir. Gegenmaßnahmen verhindert. Ich muss sagen, das sieht doch ziemlich cool aus, wenn Batman einfach nur hier steht. Mit dem Umhang so, ja? Wisst ihr. So, weiter geht's. Immer weiter geradeaus. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und, wow. Wow. Los. Wow, cool. Das ist die Bathöhle. Wir sind in der Bathöhle. Das sieht schon ziemlich, ziemlich geil aus, muss ich mal sagen, ja? Also, thumbs up. Ach, cool. Das erkennt man aber aus den Filmen so. Das sieht alles so aus dann. Dr. Young betreute ein Projekt. Ein großes Projekt, das finanziell gefördert wurde. Hier sind Ihre letzten Aufzeichnungen. Ich werde nicht schlau draus. Was bedeuten Sie? Sieht aus, als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Es gibt Veränderungen, die die Wirkung der Droge verstärken. Diverse Hinweise auf eine Titanformel. Schon eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig macht. Tja, Warte, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig, die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sie in die Finger kriegt, wird er eine Armee von tausenden Banes erschaffen. Das müssen wir natürlich verhindern. Mein Gott, ist Joker verrückt genug, das zu tun? Natürlich. Was sag ich da? Du musst ihn aufhalten. Was haben wir denn da? Batclaw. Dieser Enterhaken-Aufsatz kann benutzt werden, um Gegenstände zu greifen und heranzuziehen. Die Batclaw kann auch an Gegnern befestigt werden. Das ist cool. Denke ich mal, müssen wir es dann auch gleich schon mal ausprobieren. Ja, guckst es dir noch ein bisschen länger an. So. Oh, wir sehen gerade, das habe ich mir gar nicht aufgefallen. Batman hat hier so einen Ratscha von Bane. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. Durch die Katakomben? Wo sind die denn? Och, komm schon. Okay, da müssen wir lang. Ja, wahrscheinlich hier geradeaus durch dann. Alles klar. Was wir noch eben gucken wollten, ist die Charakterbiografie von Dr. Penelope Young. Penny Young war stets eine brillante Studentin, die für ihre berufliche Karriere alles getan hätte. In ihrem Umfeld galt sie als eiskalte und berechnende Frau, die sich einzig und allein auf ihr aktuelles Projekt konzentrierte. Schließlich engagierte sie Quincy Sharp, der Leiter der Anstalt von Arkham, als Leiterin der internen Forschungsabteilung und betraute sie mit der Heilung der besonders schwierigen Fälle unter den Superschurken von Gotham City. Fakten. Bla bla bla. Oho. Die ist auch mit diesem Spiel erst eingeführt worden. Oder gibt es auch einen Film? Nicht, dass ich wüsste, ne? Abschluss an der Gotham University mit Auszeichnung widmet sich der Entwicklung eines Heilmittels für verschiedene Formen krimineller Geisteskrankheiten. Übersteigerter beruflicher Ehrgeiz. Intolerant gegenüber Personen, die ihre Arbeit behindern. Ja. Wer ist das nicht?
geht's dann auch mal weiter hier. Ja, natürlich. Und zwar müssen wir hier runter. Ich vermute mal dann... Aha, hier müssen wir dann auch gleich schon mal den Bad Claw. Claw. Ja, womit? Und... Ziehen! Und was ich weiß, später wird es dann wahrscheinlich so einen Dreifachhaken geben. Womit man dann auch irgendwie mega große Türen und so runterziehen kann. So. Gehen wir mal hier durch die Katakomben und ich sehe fast nichts. Lüftungsgitter von Wänden. Ach, da. Ja, das ist, wird uns bestimmt sehr nützlich sein noch alles, ne? Und dann ziehen wir uns da mal hoch mit dem, wie hieß denn das nochmal? Tut mir leid, Boss. Ist ja auch egal. Hat etwas länger gedauert, ihn zu finden, als du gedacht hattest. Oh, das tut mir leid. Ich versuche das nächste Mal besser aufzupassen, wenn ich eine Insel in meine Gewalt bringe. Hey, so meinte ich. Kritik kann ich abnehmen, ich meine. Ich bin nicht perfekt. Na ja, wenn man darüber nachdenkt, bin ich ziemlich nah dran, perfekt zu sein. War ich nochmal? Ach ja. Kritik von einem Wurm wie dir. Einem Wurm, der nur frei herumkrabbelt, weil ich seine Zelle geöffnet habe, werde ich auf keinen Fall tolerieren. Tut mir leid, Boss. Ich meinte es nicht so. Bitte! Ja, weil ich sehe, wie sehr es dir leid tut, dass ich jemanden bei dir vorbeifahren, der deiner Frau nur beide Beine bricht. Aber Joker! Hast du ein Problem mit meiner großzügigen Art? Nein, ich glaube nicht. Danke. Vergessen wir es. Betrachten wir die Angelegenheit als erledigt. Hab ich dir schon nicht erzählt, wo ein Mann nach Hause kommt und seine Frau querschnittsgelähmt wird? Aber ein Rechtschreibfehler. Seine Frau, nicht sein Frau. So, so viel zu den, dem Umgangston mit dem Joker und seinen Assistenten. Und wir wollen natürlich nicht, dass dieser Typ das noch mitbekommt, also schalten wir ihn mal aus. Obwohl, die sind ja nur bewusstlos, ne? Ja, natürlich sind die nur bewusstlos. Wir ersticken sie ja nur. Bist du da? Ich rufe alle Wagen. Was soll das denn? Ich rufe alle Wagen! Ich frage mich, wer dich hat. Krog oder die Fledermaus? Krog, alter Junge, bist du da? Wieso sind wir die, die versuchen, sie zu öffnen? Das ist nicht mein... Bam, bam, bam! Ja, habt ihr euch erschrocken? Aha, so geht's nämlich ab hier. Die Gegner hier haben sich auch erschrocken. Aber sowas von. Wie ich jetzt mal hier... Die haben sich mehr erschrocken als ihr jetzt gerade. Halt still, wie will ich dein Gesicht? Boah. Da wäre ich nochmal froh, wenn es irgendwie noch so einen Knopf gibt, extern, aktiv zum Ausweichen, falls man jetzt gerade jemanden ausschaltet und hinter einem schon so, dieses Zeichen kommt, dass man ihn unbedingt ausschalten muss, dass man dann noch trotzdem irgendwie ausweichen kann und den anderen halt nicht ausschaltet. Na? Ihr wisst, was ich meine. Oh, wir haben schon wieder ein Upgrade freigeschaltet, aber erstmal holen wir uns jetzt den die Riddler-Trophäe. Zack. Das war eine und der leichteren. Und, dann, ja, hier, achso. Was wollen wir denn mal machen? Wir haben einmal die Möglichkeit, irgendwelche Special-Kombos hier uns abzugraden. Ausschalten Spezialkombo. Ermöglicht Batman nach einer achtfachen Kombo ein sofortiges Ausschalten, das nicht abgewehrt werden kann. Ich denke, das wird eigentlich sehr nützlich sein. Das nehmen wir gleich auch dann mal. Vor allem in den späteren Kämpfen, wo dann irgendwie 5000 Gegner auf uns zu trampeln. B und Y gedrückt, okay. Gut, so viel dazu. Mir wird es nichts mehr geben, also gehen wir mal zurück. Und dann müssen wir uns mal hier im Tonband. Ist er schon da? Er? Soll das ein Scherz sein? Das Ding ist kein Mensch. Mein Gott! Hallo, mein Name ist Dr. Rachel Whistler. Können Sie mich hören? Ja, ich höre dich, du Schlampe. Wann gibt's Abendessen? Ich krieg langsam Hunger.